willkommen zu Let's Play Mario Party bei Kippelige Rahmen. Das sperrt ihr auch nicht. Und jetzt so, kippe den Rahmen, damit der Panzer über die Felder gleitet und das Bild freilegt. Decke das ganze Bild auf. Wegen Springen. Je näher du dem Rand des Rahmens kommst, desto größer wird sein Neigungswinkel. Ja. Start. Ah, shit. Jetzt stelle ich mich komplett lost an. Nein! Schneller! Schneller, Dika! Dika! Sekunde. Wo ist mein Stern gewesen? Ja, ich krieg den, ne? Das hat auch genug Geld, shit. Bitch. Ach man. Nein! Mirakel! Nein! Yeah. Ich glaube, das erste Mal letzte Mirakel. Bitte nicht. Komm. Josh, gib mir 30 Münzen. Oder alles in der Münze. Du Hund. Ja! Ist war jetzt nicht Rainbow geil. 3 Münzen, aber. Danke. Geld kann ich gebrauchen. Ja, ich krieg dir noch 10 Münzen. Ja, genau. Ja, dann ist genug Geld. Und die 10 Münzen investiert direkt. Ja, warte, Münzen. Ach, schade, er ist nicht dumm. Komm, Fragezeichen. Muss ich was ich bekomme. Du Hund! Laber, jetzt habe ich ernsthaft. Ja, 12 Münzen verloren. Aber dein PG ist noch gerade voll. Ich habe 2 Münzen jetzt eigentlich verloren. Draußen bleiben! Ein 4-Player-Game. Und für Yoshi schon einen Stern hat. Kann ich auch mitmachen. Lass nicht mehr zu rütteln. Ich glaube, das Minigame macht ja auch nicht. Öffne die Tür und verhindere, dass die starre Koopas den Schlüssel bekommen. Pass ihn mit B zu deinem Partner. Pets und Partner sind leichter, wenn sich die starre Koopas nähern. So, was man glaube ich auch mal kann. Ja?
irgendwie so abnehmen. Ich verziehe mich mal. Ich wollt. Ja. Egal. Locker keine 40 Münzen. Eins. Pedalen Power. Nein, das schaffe ich nicht. Ich kann's nicht. Er läuft den Raum, bevor Peru dich packt. Dreh den Joystick um die Lampe. Er strahlt los. Das ist das beschissene Game, meiner Meinung nach. Das kann ich nicht. Um Bu abzuschrecken, bedarf es keine starke Lichtquelle. Dreh den so schnell du kannst. Natürlich. Ich kann's nicht. Ich hab schon so oft probiert. Es sind gefühlt schon über 300 Versuche. Ich kann's einfach nicht. Ich weiß nicht, wer das so schnell drehen kann. Ich hoffe, keiner. Ja, Josh hat den Stern. Also, pass außer laut und fragt euch bitte. Hätte er nicht eine 6, glaube ich, würfeln können. Ah, niemand kann sie mehr versauen. Außer Peach vielleicht noch. Ja, Peach. Reise nach Toad City. Hat wir das schon? Ich glaube auch nein, ne? Wenn die Musik zu Ende ist, laufe und springe als erstes auf den Pilz. In der Mitte, um die Truhe zu gelangen. Aber es niemals, wenn die Musik endet. Spitz deine Ohren und lausche aufmerksam den Klängen. Drückt einfach den Stick dort, wo du eigentlich hinlaufen musst. Einfach mal mitbewegen. It's easy. Jetzt haben wir über 100 Coins, weil sind die Gassen kaputt. Komm. Yes, kein Pause wenigstens. Eins! So nutzlos, Peach. Bitte noch ein Fragezeichenfeld landen. Alter! Reicht es nicht langsam? Komm, 20 Münzen mir noch abzappen. Wurzel, wie ich will, jetzt habe ich schon 2 Münzen Gewinn gemacht. What? Ah, ich kann sowas sehen. Ich hab noch nie die Sequenz hier gesehen, weil niemand drauf freiwillig gegangen ist. Ja, eine Börse steht für 10 Münzen. Ja, geil, oder? Sie ist erst wieder nutzlos. Bananenspielbretter. Das kannst du nicht wenigstens noch Fragezeichen dann nee. Warum spiel ich eigentlich hier mit? Na! Nein! Oh! Nein!
Du hast nicht! Nein! Damit ist Yoshi Zweiter. Aber Minispielstern, genau wie Münzstern, statt jetzt meins. Ich hab die meiste Kohle und hab die meiste Minispiele bis jetzt gewonnen. Ja. Opfer! Wenn ich richtig hingeschaut habe, steht Peach genau auf dem Feld des Sterns. Bedeutet, Peach darf die nur angucken. Es darf die nur angucken, nicht kaufen. Und selbst wenn, es geht jetzt eh nicht, weil sie noch weg. Naja, boah, das ist eigentlich doch gut wie Peach. Yoshi, du Nutzloser, das ist gut. Für Peach. Und Mario ist auch noch der, der einen Vorteil hat, denn er darf jetzt erst würfeln. Zum Glück gibt es hier noch keinen Platz an. Nein, nicht gestrandet. Feuerspringen, viel besser. Man muss von einem Seil springen, ne? Das ist bei mir so sehr vollkommen ähnlich, kommt hier. Da springt er, ich schwing mal schneller, mal langsamer, springt darüber, ohne es zu berühren. Das Seil wird noch nach und nach immer schneller geschwungen. Ist auf der Hut und plötzlich Tempowechsel. Es sind nur bis 20. Nach 20 wird es nicht mehr schneller. Dort wird es sogar wieder langsamer. Zieht mir noch 30 ab. Ja, mein Winterwasch. Komm, kein Eins. Bruder. Ich fuhr ein Eins noch. 15. Runde. Ab der nächsten Runde als letzte 5 Runden. Ich hoffe, ich schaff's noch in der Folge. Gut, kriegst du das Coin? Ja, warte, du bist die 10. Person, Mann. Da wird Peach sogar noch bevorzugt, weil sie eine Prinzessin ist. Ausraten? Ich weiß schon, was der Cooper sagen wird, dass Peach gewinnen soll. Ich hoffe, ich werde gewinnen. Ich werde alles dran setzen. Jetzt wird Aethron bevorzugt. Nur als die 10. Person war. Hätte ich es dann vielleicht sein können. Aber war es nicht. Ja, ist klar, was ist das für ein Beschiss? Eine 10. Aber jeder muss an Bowser ja vorbei. Ich glaube, mit Bowser wird zu mir nicht freundlich sein. Weil ich bin Zweiter. Also wenn mal wer umgegangen wäre, Mario richtig dumm. Gut! Große Münzburg. Ne, hau den Münzburg geil. Ab hier an der Verfolgung. Heißt es letztendlich. Wie viel Staub hier ist. Ich glaube, ihr müsst einfach nur die Piranha füttern. Ich glaube, wir haben schon mal gezockt und Yoshi hat verkackt. War es nicht so? Ja. Auf jeden Fall, ihr müsst einfach nur eine Stampfattacke machen. Als 3-Player-Game. Müsst einfach nur eine Stampfattacke machen. Dass die Piranha wächst. Und dein Spieler muss einfach nur springen. Alter! Wie ist es so zu neigen down? Die Kleine war so groß. Geil! Ja, jetzt ist Peach hier weg. Tschüss. Ja, wir müssen Mario aufhalten, du. Oh Gott, doch plötzlich wieder rein. Ja, jetzt ist trotzdem noch besser. Und die letzten 5 Runden, lieber Cooper. Hallo, ich bin Cooper. Es bleibt nur noch 5 Runden. Ich habe viel Zeit. Erster ist Yoshi wegen Betrug. Zweiter ist DK, der eigentliche Sieger.
Dritter ist Peach, sie wird nur supported. Und letzter ist Mario. What? Wer wird der große Superheld? Ich glaube, dass... Was? Dass Mario gewinnen wird. Wie das denn? Naja. Der kann sich immer entscheiden. Gut, 20 wird's jetzt auch noch. Ja, für mich gibt's wirklich jetzt mit 20 Coins. Und die anderen sind, glaube ich, schon alle vorbei, ne? LOL! Alle bekommen keine 20 Coins mehr, nur ich. Geil! Yes! Ich muss sogar noch die Münzenstern verteidigen, ey. Ja, was für ein Betrug! 10! Ist klar! Ja, man, 10 Coins. Ja, geil. Betrug. Na, egal. Sie gehen nach oben. Um genau zu sein, hätte ich den auch gemacht. An ihrer Stelle. Du hast keinen Nachteil gehabt. Ja, warum würfeln alle so zahlen, aber ich nicht. Das Spiel will mich doch nur verarschen. Habe ich Gefühl. Warum dann wieder? 10, 9, 8, 7 würfeln. Ich würfe nur 2, 3, 4, 5. Hey, danke. Oder, boah, nee. Du bist am Arsch, Yoshi. Komm, Freizeichen! Ist das lame? Ich hab mich jetzt noch gekämpft, du. Padel-Gitadel. Ich glaube, das hatten wir noch nicht. Padel durchdrehend ist. Joystick mit dem Boden. Fuß hinab. Kommt ihr am Ufer zu nah, stellt euch die Scheiges ab. Dreht das. Zinterbomb sagt schnell im Kreis zu verlieren Münzen. Wenn ich spiele, dann scheige ich dich. Pieksen. Ja, Yoshi ist der wichtigste, das Geld, denke ich mal, verliert hier. Der will benutzt meinen Münzenstern konkurrieren. Nein, Mann! Alter, ich dreh schnell! Tike! Ja, und findest du Vögel schön? Alter, ich dreh doch schon schnell. Dreh ja schon schnell. Alter, schnell geht's nicht. Es geht schneller nicht. Komm, schaltet Yoshi aus. Das verdient man. Schaltet Yoshi aus. Au, au. Alter, tut mein Daumen schon weh. Schaltet einfach Yoshi aus. Alter, der Sanasi hat's verdient, Mann. Er hat's verdient. Schalt ein Yoshi aus. Ja, geil. Immer weiter. Hau ab, Yoshi. Hau ab. Alter, tut's weh. Ich mach's gerade schon mit Zeigefinger hier. Gerade. Alter, weil mein Daumen schon so weh tut. Komm. Yes, Mann. Mehr Coins, mehr Coins. Ach, Schaden, mehr geht, glaube ich nicht. Aber wenn er alles raushält. Ja, schön. Josh hat Geld verloren und wie viel haben wir bekommen? Yes. Sie haben sogar neunmal getroffen. Aber. Englisch, mein Vorsprung wird immer größer. Komm, jetzt meine 10, Mann. Das kann hier nicht sein. Ups, das war ein Aussehen. Bitte danach einen Stern, den ich mal erreichen kann. Und nicht immer so ein Betrug. Das kann nicht sein, es ist immer ein Betrug. Und Peach hat schon fast den 2 Stern. Da ist mir es lieber, wenn Mario jetzt den Stern bekommt, als Peach. Da würde ich gerne, dass Mario einen Stern bekommt. Ja, ist klar, komm, klau mir halt alle Münzen noch. Auf jeden Fall, Bowser.
klaue ja alle seine Münzen. Ja, schon wieder mal ein Girl. Endlich. Und ich sitze einfach schon wieder mal 20 Minuten. Ich halte mich kurz. Ja, meine Bosserstatue. Mach doch mal was Sinnvolles. Ich glaube, ihr alle Münzen. Kostet 10 Münzen nur. Naja. Sie ist wertlos. Ich will den nächsten bescheißen. Komm. Bitte, Mario. Du musst es bekommen. Komm, Mario, für ein 10. Das Spiel ist auf deiner Seite. Hey! Das ist perfekt! Als geil wäre es natürlich, wenn Yoshi mit erwischt wird. Aber das ist doch perfekt. Mario und Peach sind ausgeschaltet. Schon mal. Und wisst was? Weil ich so ein Nazi bin und niemand Geld mehr hat, klaue ich einfach Yoshi den Stern. Peach hat mir nur was getan. Mario auch nicht, nur Yoshi. Chaos Bowling. Denn damit werde ich Yoshi zerstören, weil Yoshi ist am nächsten Stern. Ich lasse ich ihn in das Stern. Der Kopfpanzer wird vom Spieler mit dem Joystick gesteuert. Die anderen Spieler sind Keke und Weichen aus. Wenn der Kopfpanzer die Bahn verlässt, bekommt so eine Stromschlag und das Spiel ist vorbei. Dafür sind die einfachen Computer richtig dumm und schaffen es nicht. Das hoffe ich auch jetzt. Ich glaube, das habe ich schon mal vorgelesen. So, warte. Hier, am besten ein Gegengesetz richtig gut. Komm, klar für Yoshi. Da, hier bleibt ich gleich kurz stehen. Nass. Verkackt, 0 Münzen. Wir machen das noch hier. Die 3 Spieler haben 5 Münzen bekommen. Und sie hat 15 Münzen verliert. Ja. So ein Betrug. Warum? Warum wirf ich eine 2? Und alle 10 oder so. So ein Betrug. Ich schwör. Ich hab's Videobeweis. Das ist so ein Betrug. Alle wirften 10. Das macht Yoshi der Betrüger. Ja, klar. Eine Art. Und steht wahrscheinlich wieder von mir. Das ist ein Trash. Ich hasse Yoshi. Er steht mir an du. Scheiß Yoshi! Ich hasse ihn! Er ist so scheiße! Anzeige ist raus! Nix. Nix. Ich hasse Yoshi. Er ist scheiße. Und alles. Er ist ein Drecksarsch. Ich werde nur noch gegen Yoshi boxen hier. Ich werde ihn so aus dem pulverisieren. Gib die Bombe und schnell mit A an jemanden weiter, bevor er explodiert. Der Bombe wird größer und größer und größer, bis er schließlich explodiert. Glaub mir, ich werde nur noch auf Yoshi gehen. Er hat verdient, er ist ein Arsch. Komm, gib nochmal mir. Gib jetzt nochmal mir, Mann. Spaß. Ja, gib mal mir. Yoshi,
Komm, ein auf Yoshi! Nicht Peach, Yoshi! Hat die Yoshi als verdient! So ein Arsch. Ich werde in sowas von einem Stern stehen. Sowas von. Alter. Und du holst hier fast den dritten Stern. Das ist so ein Betrug. Das ist Betrug. Dagegen kann niemand mehr gegen argumentieren. Das ist gar nicht dafür. Fragt euch, ob ich keinen Bock. Mario hat auch noch voll viel Geld. Hey, so ein Beschiss immer. Die sieht es. Was ein Beschiss Mario Party ist. Warten, Josh kriegt gleich den nächsten Stern. Wetten? Dafür krieg ich den 20 Kreuz. Nee, warte, kann er ja gar nicht. Boss zieht sie noch was ab. Ach, er ist schon vorbei, okay. Was warten, er steht gleich noch ein Stern. Zuerst, ich sehe Josh einen Stern und Peach steht mit Eden wieder einen Stern. Ich werde Yoshi pulverisieren, das hat er verdient. Plattform Chaos. Ich habe kein Spiel. Ich muss einfach nur von Plattform zu Plattform springen. Und den Hindernissen ausweichen. Schrie kostet noch mehr Zeit. Solltet ihr so häufig gerade ausgehen wie ich und dann gewinnen. Wie ich. Jetzt habe ich aber wirklich verdient, mal hier zu gewinnen. Das ist so ein Beschiss. Jetzt Runde kommt. Noch mal eine 10 wenigstens. Ich hoffe, Josh hat die Frage zerstören. Ich bin geliefert. Er ist schon zum zweiten Mal draufgetreten. So, ich anmale diese Part. Skateboard Fieber. Sollte ich ja nicht gewinnen. Nimm es einfach nur schnell B und dann A. Das ist nicht vorleben. Schnell X. Aber da habe ich in letzter Zeit nicht mal gewonnen, ey. Ja, ich hämmer rauf, Mann. Ich hab nicht gesprungen. Ich hab B die ganze Zeit gehämmert. Alter, du, Mann. Ich hämmer B drauf. Als würde mich jemand verfolgen. Ja! Ich hab B grad sogar dabei richtig gehämmert. Und am Gott. Aber habe ich auch das Spielbrett gewonnen, ja. Boah, wer wird der Superheld?
DK wurde nur verarscht. Münzen? Wow, DK! Der Spielstand geht an DK! Nur noch Glück haben, aber ich glaube, der Fahrzeug geht an Yoshi, damit hat er jetzt gewonnen. Münzstern geht jedenfalls an mich. Ich hasse es! Ich hasse Yoshi! So ein Arsch bist du! Kann man nur mit einem Wort sagen. Betrug. Ich hasse Yoshi wie die Pest. Du Hure. Wer Yoshi mag, der soll sich jetzt umbringen. Yoshi ist so ein Arsch. Huren. S-O-H-N. Du hast es nicht verdient. Wie kann man darauf stolz sein, mit Betrug gewonnen zu haben? Das werde ich eine sehr lange Zeit nicht verkraftet haben. Den leichten Bot wegen Betrug verloren zu haben. Ich werde in der nächsten Folge sagen, warum Mario Party 1 Betrug ist. Sei es jetzt nicht einfach so. Beat hat minus 4? Habe ich noch nie gesehen. Minus 4. Bitter. Diesmal war's noch ein Yoshi-Hintergrund. Bis in die Folge und ciao.